Leute, wenn ihr wissen wollt, ob man mit dem MacBook Y 2009, Late 2009, heute noch arbeiten kann oder ob es sich eventuell lohnt, vielleicht sogar zu kaufen, dann bleibt dran, denn ich will das mit euch heute besprechen und werde euch ein paar Tipps dazu geben. Bis gleich. Hallo Leute, hallo YouTube. Heute mal wieder ein Technik-Vlog auf Franks Vlogs. Es geht um so zwischendrin, zwischen Retro-Technik und normaler Technik. Und zwar möchte ich mich heute damit beschäftigen, was die günstigste Möglichkeit ist, in den Apple-Kosmos einzusteigen. Und ich habe dafür mein altes MacBook White 2009 Unibody, das ist einfach ein Beauty, das ist sozusagen wirklich, ich finde es eins der schönsten, sage ich jetzt mal, wirklich gelungensten MacBooks, das Apple rausgebracht hat und was auch einigermaßen bezahlbar war, hat damals 999 Euro gekostet. Wir fragen uns heute, kann ich mit dem Gerät heute noch vernünftig arbeiten? Und wenn, was kostet das, wenn ich es mir gebraucht hole und wie pimpe ich es ein bisschen auf? Also, erstmal zu dem Gerät an sich. Das ist jetzt ein 2009er, Late 2009. Normalerweise kommt das, warte, ich muss mir mal hier meine, mein Spickzettel zur Hand nehmen. Also, das wurde gelauncht im Oktober 2009. Und hat damals in Amerika 999 Dollar gekostet und hat 200, ich glaube, da war eine 500 GB Festplatte drin, normal. Ein 8-fach Superdrive, DVD, rebiteable, Trackpad mit Multitouch, Full-Size Keyboard und da läuft heute noch OS X, also die vorletzte Version OS X High Sierra drauf. Mojave läuft nicht mehr drauf und supportet schon AirDrop. Hatte damals 4 GB oder im Moment hatte 2 GB RAM und ein 13,3 Glossy Widescreen Display mit einer Auflösung von 1280x800. Und es war drin in NVIDIA GeForce 9400 mit 256 MB DDR3 RAM. DisplayPort, USB-Port, Antennenbuchse und so weiter und so fort. Alles am Start. Und das Teil hatte ich, nachdem ich meinen iMac hier gekauft hatte 2011, habe ich gedacht, boah, ich hätte doch ganz gerne ein MacBook, um es mit auf die Arbeit zu nehmen. War noch da auf Windows unterwegs und ich habe gesagt, na, was machst du da? Ich kann mir doch kein neues MacBook, jetzt iMac gekauft und noch ein MacBook dazu. Nee, war mir zu teuer. Also habe ich mal ein bisschen Ausschau gehalten und das Ding hat mich schon immer fasziniert, dass dieses aus einem Body mehr oder weniger gefräste Polycarbonat MacBook. Ich fand das wirklich tolles Design und da habe ich mal geguckt auf eBay Kleinanzeigen und habe dann damals vor 2011, Ende 2011 dafür 350 bis ich glaube 400 Euro bezahlt. Da war noch eine Maus dabei und Trackpad. Also am Ende des Tages war das verhältnismäßig günstig damals und heute kosten die Teile so um die 150 Euro, wenn man so bei eBay reinschaut. Aber man muss natürlich darauf achten, dass man auch ein gutes Gerät bekommt. Also hier, das ist natürlich noch in einem hervorragenden Zustand. Ihr seht, sieht noch sehr schön aus. Ich klappe das mal zu. Wirklich wenig Gebrauchsspuren. Unten vergilbt das schon mal ein bisschen, weil die untere Seite kann man auch abschrauben. Und das Gute an dem Teil hier ist ja, dass man dieses MacBook
selber ohne Probleme aufrüsten kann. Und ich würde dir sagen, wenn da jetzt eine normale Festplatte drin wäre, die 500 GB, dann hätte man da keinen Bock mehr heute mit zu arbeiten. Aber am Ende des Tages habe ich da eine SSD eingebaut, eine 256 GB SSD und habe das RAM auf 8 GB erweitert. Und wenn man das jetzt als Budget machen würde, würde man 128 GB SSD einbauen und das RAM erweitern. Und ich habe jetzt gerade mal die aktuellen Preise geguckt. Sagen wir mal, würde dieses MacBook für 150 Euro bekommen, in gutem Zustand, würde eine 128 SSD einbauen, das wären 22 Euro. Die 8 GB RAM gehen ungefähr für 50 Euro raus. Dann wären wir bei 70 Euro und ich würde tendiere ich eher zu einer größeren Festplatte, zu der 256er. Die kostet um die 38 Euro. Da sind wir mit 90 Euro plus den Anschaffungspreis sind wir auf, hätten wir dann ungefähr 200 bis 250 Euro bezahlt. Jetzt sagt ihr natürlich, boah, für 250 Euro kriege ich auch schon so ein ziemlich günstiges vielleicht Chromebook oder auch selbst manchmal so ein 199 Angebot im Mediamarkt. Ja, kann man auch mitarbeiten, würde ich sagen, ist auch in Ordnung, wenn man sich in der Windows-Welt bewegt, aber das hier ist ja im Speziellen Mac OS. So, und wenn ich für 250 Euro mich in der Mac OS-Welt bewegen kann, und zwar bis High Sierra hoch, und damit noch einigermaßen arbeiten kann oder vielleicht sogar gut arbeiten kann, was wir jetzt gleich mal sehen werden, dann ist es doch eine Überlegung wert, sich nochmal so ein wunderbares Beauty-Teil hier zu kaufen. Ich würde aber sagen, ihr kommt jetzt mal ein bisschen näher ran. Ich hole die Kamera mal ran und dann mache ich das Teil mal an. Und wir schauen mal gemeinsam, was damit geht und was damit nicht geht. So, dann schalten wir das Teil mal ein. Und dann schauen wir mal, wie gesagt, in dem Gerät ist jetzt verbaut eine 256er SSD von Crucial und 8 GB RAM, also 2,4 GB RAM Teile, also Riegel. Ja, es startet, also wie gesagt, wie die Originalfestplatte drin war, war es verhältnismäßig langsam, was natürlich normal ist für ein Gerät aus der Zeit. Mit der SSD kann man der ganzen Geschichte hier noch mal ein bisschen Leben einhauchen. Und ihr seht schon, das Display finde ich für so ein Gerät, 10 Jahre alt sozusagen, nächstes Jahr, finde ich extrem gut. Und wir gucken jetzt einfach mal, was geht. Im Grunde genommen läuft hier ganz normales, gehen wir hier oben drauf. So, hier läuft macOS High Sierra drauf in der aktuellsten Version. Und es ist ein MacBook 13 Zoll, Ende 2009, Prozessor 2,2 GHz, Intel Core 2 Duo, Speicher 8 GB RAM. Eine Grafikkarte von Nvidia 256. Es ist auch noch jede Menge Speicher verfügbar. Heutzutage braucht man ja nicht mehr so viel, weil man alles extern hat. Das Teil hat Bluetooth, das Teil hat eigentlich alles. Das Teil hat alle Anschlüsse, die möglich sind. Und vor allem hat es hier an der rechten Seite hat es natürlich noch einen DVD-CD-Drive, was man ja eigentlich ganz selten hat. Und wir machen jetzt einfach mal normale Arbeiten und dann schaut ihr mal, wie das Ding performt. Ich würde jetzt sagen, wenn ihr nur Office damit machen wollt, wie gesagt, der Tim, der hatte das jetzt 2 Jahre lang, hat damit alles für die Schule gemacht, dann seid ihr sowieso auf der sicheren Seite. Internet surfen geht auch, E-Mail sowieso. Bildbearbeitung und Videobearbeitung sage ich gleich was zu. Man kann da sogar auf iMovie schneiden. Das ist natürlich, wenn man ein neues MacBook hat oder ein neueres Gerät, natürlich nicht mehr so der Renner, aber es ist möglich und nicht so schlecht. So, gehen wir einfach erstmal, gehen wir mal in Safari rein und browsen mal. Schreiben wir es mal in den Vollmodus und gehen einfach mal auf YouTube. So. Suche natürlich mal meinen Kanal und ihr seht, das geht eigentlich alles recht flüssig. Es ist jetzt per WLAN verbunden. So, suchen wir mal Franks Vlogs. Zack. Und da haben wir schon meinen Kanal. Also wie gesagt, zum Surfen überhaupt kein Problem. Da ist auch schon mein Kanaltrailer. Machen wir mal auf. Gucken wir uns das mal im Großen an und seht,
die Darstellung, das, also gar keine Frage, das ist immer noch top. Das ist natürlich kein Retina, aber damit kann ich arbeiten. Und es macht irgendwie Spaß, auf so einem MacBook zu arbeiten. Ja, gehen wir da mal wieder raus. Wie gesagt, nochmal in Eigenwerbung hier. Abonniert den Kanal. Wir sind momentan bei 355 Abonnenten, sehe ich gerade. Und ich stelle das immer auf Pause, weil das zu laut wird. 355 Abonnenten und ganz viele schauen sich die Videos an und haben mich abonniert. Also ihr würdet mir echt einen tierischen Gefallen tun oder eine tierische Freude bereiten, wenn ihr auch abonnieren würdet. Das ist nur ein kleiner Klick und ist kostenlos. So, ihr seht, YouTube Internet funktioniert. Gehen wir mal aus dem Vollbildmodus raus, machen Safari zu. Pages ist das eigene Programm von Apple, das Schreibprogramm. Da kann ich aber mal kurz reingehen. Dann werdet ihr sehen, da könnt ihr ganz normal könnt ihr da arbeiten. Ich mache mal hier so einen Fotobericht auf. So, gehen wir auf Vollbild. Und dann könnt ihr hier ganz normal so ganz normal eure Dokumente bearbeiten. Das funktioniert gut. So, ich gehe mal in die Fotos-App rein, ob auch rudimentäre Fotobearbeitung möglich ist. Gehe ich einfach mal in so ein Bild hier rein und öffne das mal. Zum Beispiel das hier. So, auch in Vollbildmodus. So, jetzt sind wir hier, das ist ein Bild aus Port El Cantuy aus dem letzten Urlaub. Und jetzt will ich das mal bearbeiten und ihr seht hier, Filter funktioniert ohne Probleme und verhältnismäßig flüssig. Oder einfach mal auf Anpassen, wo ich dann halt mal hier Licht, die Belichtung ändere, die Farbe und so weiter. Und ihr seht, Fotos funktioniert auch. Und da öffne ich mal iMovie. Ich hatte einfach mal so mit dem iPhone X ein paar Aufnahmen in Full HD gemacht mit der Filmic Pro App und habe die dann hier in iMovie importiert. Hier gehe ich auch mal in den Vollbildmodus rein. Und ihr seht, ich habe hier unten auch schon ein Projekt erstellt. Das geht auch verhältnismäßig flüssig. Ich mache das mal ein bisschen kleiner, dann sieht man das ganze Projekt auch. Ihr seht hier, das ist natürlich, ich sage jetzt mal, nicht mehr die super Videobearbeitung, aber damit kann man trotzdem arbeiten. Ich habe aber den Film schon gerendert und der ging, das hat gedauert. Es war jetzt ein 1-Minuten-Clip von Full HD auf 720p runtergerendert. Da gehe ich jetzt auch mal raus aus iMovie. Und man muss dazu sagen, ich habe währenddessen eine Bildschirmaufnahme laufen lassen. Also wenn ich jetzt hier mal kurz drauf gehe, das ist der Film von der Bildschirmaufnahme. Den mache ich gerade mal jetzt groß. Und da könnt ihr sehen, wenn ich jetzt, so, da wurde importiert, da wurde geschnitten. So, ihr könnt ja sehen, das hat tatsächlich geklappt mit der Bildschirmaufnahme. Bei dem alten MacBook hätte ich jetzt nicht gedacht. So, QuickTime Player beenden. Und möchte euch mal den fertigen Film zeigen, also dass ihr auch seht, dass das funktioniert hat. Da ist der Film. Und zack, wie gesagt, das habe ich mit dem MacBook alles geschnitten. Einfach mal so drüber, bisschen mit Überblendung gearbeitet, so rudimentäre Sachen. Auch das ging eigentlich ganz gut. Gut, jetzt habe ich nichts stabilisiert und einfach mal nur die Videoschnipsel zusammengeschnitten. Aber am Ende des Tages hat das ganz gut geklappt. Ja, ich würde mal sagen, wir sehen uns dann vor der Totalen wieder. Und dann sage ich noch ein Fazit zu der MacBook White 2009 Geschichte und gebe euch vielleicht noch den einen oder anderen Tipp, worauf ihr achten solltet, wenn ihr das Teil dann hier auch kauft. So, da sind wir auch wieder. Ich muss mir immer mal wieder angewöhnen, dass ich auch in die Linse da schaue und nicht auf das Display auf der rechten Seite. Ja, ihr habt gesehen, mit dem MacBook 2009, Late 2009 White, also die White Edition gibt es glaube ich auch in Schwarz, ich bin mir nicht ganz sicher, das ist glaube ich von 2010, müssen wir mal gucken. Das ist natürlich auch ein ziemlich, dieses Schwarze hat auch irgendwie was.
Habe ich aber bis jetzt noch nicht gefunden. Das sind nicht so viele produziert worden. Dieses Weiße auf jeden Fall. Mit dem kann man arbeiten. Und es ist nach meiner Meinung echt eine Überlegung wert, wenn einer auch so ein bisschen so den Hang zum Bass, also Basteln nicht, um zum Basteln hat. Ich zeige euch gleich mal, wie einfach das ist, das zu wechseln. Also ich mache es jetzt nicht auf, aber ich zeige euch, da werden ein paar Schrauben gelöst, dann wird die SSD ausgebaut, da kommt das RAM rein und dann wird das Betriebssystem mit einem USB-Stick neu aufgespielt. Da gibt es auch eine ganze Menge Tutorials im Internet. Da möchte ich jetzt vielleicht mal auf Apfeltalk, auf den Kanal Apfeltalk hinweisen. Verlinke ich vielleicht. Da hat er auch so ein 2009er MacBook mit einer SSD und RAM erweitert. Und ich sage euch, wie gesagt, mit dem Teil kann man arbeiten. Ich zeige euch noch mal kurz aus der Nähe. Mach mal kurz so. Wenn. So, mach mal aus. So, ihr seht hier, das ist natürlich noch in wirklich gutem Zustand. Auch die Tasten, die Tastatur, da kann man wirklich gut drauf arbeiten. Ich mache es mal zu, dann kann ich mal darauf eingehen, wo ihr darauf achten solltet. Oh, was ich noch gar nicht gezeigt habe. Das Allerwichtigste, Leute. Das Apple-Logo leuchtet noch. Das vermisse ich ja ein bisschen. Hier hinten steht es gerade da. Im Hintergrund mein neues MacBook 15 Zoll 2018. Wenn ihr überlegt, was da zwischen liegt, zwischen den beiden, vor allem auch preislich, und da läuft fast dasselbe Betriebssystem drauf. Und natürlich, okay, auf dem neuen kann man natürlich Videoschnitt Hightech machen, aber für alles andere reicht auch so eins. Wie gesagt, der Apfel leuchtet noch, macht er bei dem neuen nicht mehr. Ist ein bisschen schade, aber naja, Gott, das ist halt technisch bedingt. So, ich zeige euch mal, worauf ihr achten sollt. Klar, kosmetische Sachen sowieso, ne? Und dann gibt es hier vorne beim Aufklappen hat diese MacBook-Reihe schon gelegentlich mal so Sollbruchstellen. Wäre ganz gut, wenn die das nicht hat. Dann an der Seite ist das DVD-CD-Laufwerk. Da sollte auch alles in Ordnung sein. Und auf der Seite sind die Anschlüsse. Der MagSafe 1, dann Ethernet, dann Thunderbolt. Dann, DisplayPort, nicht Thunderbolt, DisplayPort, da kann man wunderbar auch noch einen externen Monitor anschließen und das funktioniert auch ganz gut. Zwei USB 2.0 Anschlüsse, ein Headphone Jack und ein Kensington Lock. Ihr solltet ein bisschen darauf achten, dass das Teil nicht irgendwo total gerissen ist. Hier die untere Seite ist normalerweise immer sehr vergilbt und hier seht ihr auch schon die Schrauben, die werden einfach rausgelöst. Dann wird der Deckel abgenommen und dann kann ich einfach die SSD einbauen, also Harddisk raus, SSD einbauen und RAM wechseln. Und das war's schon. Im Grunde genommen total easy peasy. So, machen wir wieder an. Und ja, wie gesagt, das war's eigentlich auch schon für heute. Kurzes Fazit. Für einen, der Bock drauf hat, lohnt es sich. So ein Gerät lohnt sich, wenn man es günstig irgendwo kaufen kann, in einem guten Zustand. In der Regel sind Apple-User Leute, die mit ihren Sachen pfleglich umgehen. Das heißt, man bekommt in der Regel, wenn man gebrauchte Apple-Geräte kauft, die auch in einem vernünftigen Zustand. Also achtet darauf. Vielleicht solltet ihr auch noch mal den Akku überprüfen. Ich weiß gar nicht, das kann man, glaube ich, hier oben über diesen Mac machen. Systeminformationen unter Stromversorgung steht dann hier die Batterieinformationen und da steht es dann, wie viel Ladezyklen er hat und hat eine volle Ladekapazität. 190 Ladezyklen ist extrem wenig für so ein altes MacBook. Damit kann man absolut leben. Am Ende des Tages kann man natürlich auch, wenn man Bock hat, sich mal noch einen neuen Akku kaufen. Die gibt es verhältnismäßig günstig. Und ja, da gehen wir auch jetzt mal raus und packen das Teil hier hin. Und ich würde mal sagen, so, Fazit, wie eben schon gesagt, damit kann man arbeiten, das macht Spaß, das macht heute noch Spaß. Allerdings, ihr müsst eine SSD einbauen und eventuell den RAM erweitern. Das würde ich auf jeden Fall machen. Die 70 bis 90 € würde ich investieren. Das heißt, wenn ihr für 100, 150 € ein vernünftiges Teil bekommt,
Kann ja auch sein, dass vielleicht bei einem die Festplatte kaputt ist. Vollkommen egal, dann kriegt das vielleicht noch günstiger. Dann schlagt zu, baut eine SSD ein, ladet euch das neueste, also dieses, das heißt Sierra, das neueste heißt Sierra Betriebssystem, nicht mehr Mojave, auf einen USB-Stick und installiert das Ding da drauf und ihr habt ein Gerät, wo ich garantiere euch noch Word, Excel, Textverarbeitung, Internet, Browsen, E-Mail, ein bisschen Bildbearbeitung und sogar ein bisschen iMovie noch für 2-3 Jahre machen könnt und ihr habt ein sage ich jetzt mal, ein hippes Retro-Gerät, womit ihr noch aktuelle Software ausführen könnt. Und das ist doch vielleicht sogar wert. Ja, und wenn euch das Video hier gefallen hat, wenn ihr mehr solche Sachen wollt, ich habe so einiges in der Pipeline und so ein paar Ideen. Zum Beispiel würde ich demnächst mal gerne ein Video über das iPhone 6s machen, ob sich das noch lohnt, 2019 zu kaufen oder jetzt Ende 2018. Dann schreibt es doch bitte in die Kommentare. Habt ihr auch solche alte Apple-Geräte oder bastelt ihr auch gerne rum? Schreibt es in die Kommentare. Und dann würde ich euch sagen, macht's gut, haut rein, abonniert den Kanal, kommentiert, liken. Dann sehen wir uns wieder beim nächsten Vlog. Das wird vermutlich vom Weihnachtsmarkt, vom Vlogger-Weihnachtsmarkt-Treffen sein oder noch irgendwas dazwischen. Muss ich mal gucken, wie ich Zeit habe. Dann würde ich sagen, dann sehen wir uns wieder auf meinem Kanal Franks Vlogs. Macht's gut, haut rein und natürlich heute mit dem MacBook bzw. dem leuchtenden Apfel und ciao.